Der 3D-Drucker hinter mir kann einfach ein ganzes Haus 3D drucken. Und in diesem Video werde ich euch nicht nur super schnelle, super präzise und super große 3D-Drucker zeigen, sondern wir starten zuerst mal mit einem super billigen 3D-Drucker. Diesen 3D-Drucker bekommt man auf eBay Kleinanzeigen schon zwischen 1 und 5 Euro. Und zwar handelt es sich dabei um einen sogenannten 3D-Pen und den werden wir jetzt testen. Da sind auch so kleine Filament-Samples mitgeliefert, aber die werden wir wegschmeißen, sondern wir nehmen das beste Extruder-Filament. Mit dem Link in der Beschreibung spart ihr ordentlich Geld, wenn ihr auch euch das kaufen wollt. Und dann, denke ich, würde ich mal anfangen, damit was zu bauen. Warum male ich ein Haus? Weil witzigerweise die Technik hier ziemlich ähnlich ist, die der 300.000 Euro 3D-Drucker später im Video verwenden wird, um ein echtes Haus 3D zu drucken. Okay, das hier ist das kleine Häuschen oder wenn man es überhaupt erkennt, diese kleine Hütte. Und man sieht, damit kann man nicht wirklich was anfangen. Ich hatte aber auch nicht allzu viel erwartet bei einem 1 Euro 3D-Drucker. Mal schauen, was der 100 Euro 3D-Drucker liefern kann. Dieser 3D-Drucker kostet zwischen 120 und 140 Euro. Deswegen bin ich mal gespannt, was das Ding kann. Aber es ist schon mal deutlich größer als der 1 Euro 3D-Drucker. Bevor ich mit dem Drucken starten konnte, musste ich den Drucker erstmal aufbauen. Das Filament schmeißen wir wie gewohnt weg, weil das nur billiger Crap ist. Jetzt schalten wir das Ding zum ersten Mal an. Hier ist der Anschalter. Es gibt eine fancy Animation und der piepst. Und jetzt können wir auch endlich das Filament reinladen. Wir ballern natürlich wieder das gute Extruder-Filament rein. Und dann kommt es da schön raus, genau. Okay, Zeit für den ersten Druck. Den ersten Druck hat der Drucker schon mal mächtig verkackt. Und man merkt halt, dass es einfach kein so teurer Drucker ist. Als erstes habe ich ein sogenanntes Benchy-Boot gedruckt. Das ist ein allgemein anerkannter Test. Das hat so mehrere Features, anhand von denen man erkennen kann, wie gut der 3D-Drucker ist, den man hat. Später im Video werden wir das Ganze noch in deutlich größer sehen. Danach habe ich dann noch so einen kleinen Propeller gedruckt, den man zusammenstecken kann, um zu gucken, ob der 3D-Drucker dann auch präzise genug ist, um so kompliziertere Sachen zu drucken. Mit einiger Nachbearbeitung und ein bisschen Schmierfett habe ich diesen Propeller auch zusammengebaut. Jetzt testen wir einmal kurz, ob der auch funktioniert. Ja, so halb. Warte, noch one more try. Oh ja, sehr geil. Also man sieht, der Drucker druckt schon mal, aber natürlich nicht so präzise. Umso präziser wird der nächste Drucker. Der 600-Euro-Drucker ist vor allem eins, und zwar super schnell. Für dieses Benchy-Boot, für das der andere Drucker über eine Stunde gebraucht hat, braucht der gerade mal 16 Minuten. Der hat verschiedene Modi, zum Beispiel Sport oder Verrückt. Und auf dem Verrückt-Modus druckt er dieses Boot in unter 20 Minuten. Ich bin ja gerade mit auf dem Bild, damit ihr sehen könnt, dass es wirklich nicht fast forward ist, sondern der Drucker druckt wirklich so schnell. Und keine 20 Minuten später ist das Bötchen fertig. Die Qualität ist ein bisschen schlechter sogar als die von dem 100 Euro 3D-Drucker, wenn man diesen Drucker hier zu solchen Geschwindigkeiten pusht. Wenn man den so ein bisschen langsamer laufen lässt, das circa so eine halbe Stunde dauert, dann druckt er in sehr, sehr guter Qualität. Und in super, super guter Qualität druckt auch der nächste Drucker, den wir uns anschauen werden. Denn der nutzt ein etwas anderes Druckverfahren, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Deswegen gehe ich zu einem absoluten Experten, nämlich zu Stefan vom YouTube-Kanal 10C Kitchen. Guten Tag zusammen, ich bin Stefan aus der CNC-Küche. Was ist denn überhaupt besonders an dem Drucker? Ja, was wir uns hier anschauen, ist ein Harzdrucker. Das heißt, da unten ist ein Harz drin, das ist lichtsensitiv. Das heißt, wenn da die Sonne drauf scheint oder im speziellen UV-Licht, dann härtet das Ganze aus. Und hier in dem Drucker unten ist so ein LCD-Display, wie man das eigentlich aus dem Smartphone quasi kennt. Ja. Das heißt, da scheint immer nur an ein paar Stellen dieses UV-Licht hin. Okay. Und dann auch einfach Schicht für Schicht für Schicht wird dann langsam ein Bauteil aufgebaut. Okay. Danach muss ich das überschüssige Harz auch entfernen, wo man halt Alkohol einfach für nimmt. Da badet es dann eine ganze Weile drin und dann sind die Reste auch gelöst. Und dann muss ich es zusätzlich am Schluss auch nochmal aushärten. Bauteile, die aus dem Harzdrucker rauskommen, die schauen wirklich besser aus als ein spritzgegossenes Bauteil. Die sind total detailliert. Das hier sind die drei Benchys, die ich bisher gedruckt habe. Da kann man schon einige Unterschiede erkennen, aber noch viel größer wird der Unterschied beim nächsten 3D-Drucker, denn das ist ein Industriedrucker. Jetzt sind wir bei Weber Additive und die können auf ihren Druckern große Sachen drucken. Richtig große Sachen. Bei der Firma werden zwei verschiedene Arten von 3D-Druckern gebaut. Zum einen sogenannte Portalanlagen. Die sehen eigentlich aus wie der 3D-Drucker, den man von zu Hause kennt, einfach nur in riesig groß. Aber die haben auch andere Anlagen, die mit einem Roboterarm funktionieren. Gerade unsere Portalanlage, die DX, wir haben halt den Vorteil dadurch, großer Bauraum, schnelles Druckverfahren und wir arbeiten mit Granulat anstelle von Filament. Und Granulat ist einfach so eine 10er-Potenz,
günstiger im Preis. Manchmal ist ein Bauteil, das 10-fach so groß ist, genauso schnell gedruckt wie das Bauteil im Kleinen. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist das ein super aufwendiges und teures Projekt und das ist nur möglich wegen dem heutigen Sponsor. Und für den habe ich schon die ganze Zeit Werbung gemacht, ohne dass ihr überhaupt gemerkt habt, denn das ist ein Schuhhersteller und zwar Gießwein. Die haben diese Schuhe gemacht, die ich die ganze Zeit trage und ich bin ganz ehrlich mit euch, das sind die nicesten Winterschuhe, die ich jemals hatte. Die sind nämlich aus so super Qualitäts-Merino-Wolle, das ist von so besonderen Schaf, das ist außerdem so fair gehandelt, von so kleinen Betrieben nur. Und es ist eine österreichische Firma, die gibt es schon ewig. Und mit meinem Code LUIS20 bekommt ihr das ganze Sortiment 20% Rabatt. Und ich kenne euch, ja, ihr seid wie ich Ingenieure und Techniker, die das nicht so viel mit Mode am Hut haben. Und obwohl es langsam anfängt zu schneien, habt ihr wahrscheinlich genauso wie ich noch keine Winterschuhe geshoppt und könnt es jetzt machen. Deswegen guckt auf jeden Fall mal bei denen vorbei. Damit unterstützt ihr nicht nur die, sondern auch vor allem mich. Und ich kann weiterhin so coole Projekte machen. Also nochmal vielen, vielen Dank an Gießwein, dass sie dieses Video unterstützt haben. Und wie gesagt, das sind die besten Schuhe, die ich jemals hatte. Kannst du mir nochmal erklären, wie genau dieses Drucken ohne Support dann bei euch funktioniert? Auf der Portananlage geht es nicht wirklich, sich immer zu vermeiden, weil ich einfach nur 2,5D drucke, wie man es daheim kennt. Aber wenn es ein Bauteil ist, das wirklich anspruchsvoll mit großen Überhängen ist, dann ist es eigentlich die Wahl bei uns eher fürs robotische System. Beim Roboter haben wir den Vorteil, es ist ein 6-Arm-Kinematik. Ich kann den Extruder in jegliche Richtung drehen. Und wenn ich den Extruder drehe, kann ich auf einmal sozusagen in die Luft drucken und kann Stellen abbilden, die man klassischerweise nicht abbilden könnte. Und dann auch bei der Schneemannmütze oder sieht man das auch zum Beispiel, wir drucken 90 Grad oder komplett Überhang. Klassischerweise muss ich das unterstützen, indem dass wir den Extruder jetzt kippen, geht das. Wie alle anderen 3D-Drucknerds auch haben die Dudes bei Weber richtig viele witzige Sachen auf ihren Druckern gedruckt. Aber ich habe auch ein paar Benchies entdeckt. Die waren allerdings ein bisschen größer, als wir die von zu Hause kennen. Wo sind quasi denn die Anwendungen in der Industrie oder vielleicht auch im Heimgebrauch, wer weiß es schon, von euren Druckern? Ja, die werden tatsächlich sehr vielseitig eingesetzt. Der Spaß darf nicht fehlen, gerade für uns auch hier intern. Man wird mit jedem Druck besser, aber das ist eigentlich nicht das Kerngeschäft von unseren Druckern. Die Drucker werden eher eingesetzt, zum Teil Automobilbranche, Luftfahrt. Ich habe mich dann auf den Weg zum nächsten 3D-Drucker gemacht und der kann ganz sicher nicht in der Luftfahrt eingesetzt werden, denn der druckt nämlich Beton. Jetzt sind wir bei unserem nächsten 3D-Drucker und der ist so groß, dass man darauf einfach ein ganzes Haus 3D drucken kann. Wie das Teil funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Die Komponenten sind die gleichen wie in einem kleinen 3D-Drucker, jetzt einfach hochskaliert, sage ich mal. Wenn wir in dieser Layer-Optik drucken, also dass man wirklich auch sieht, dass es gedruckt ist, dann wird es oft nicht verputzt und nur noch vielleicht eine Farbe drauf, weil eben viele Architekten oder Bauherren noch zeigen wollen, dass es 3D gedruckt ist. Wenn ich jetzt irgendwelche runden Ecken habe oder irgendwelche Designelemente, dann wäre das ziemlich teuer zu mauern im herkömmlichen Bau. Wie druckt ihr denn so Overhangs? Beim 3D-Drucker ist es ja so, ich kann ja einen Overhang drucken, den ich einfach stark kühle und dann zieht er das Material so lange. Das geht bei euch ja wahrscheinlich nicht, oder? Also wir können bis zu 10, 15 Grad, je nach Bedingungen und auch Material, quasi Überhänge drucken. Man kann dann auch irgendwie versuchen, das irgendwie mit Supportstruktur zu stützen, also Schalungen zum Beispiel. Okay. Also in der Außenfassade haben wir dann so, dass wir Dämmung einfüllen. Das ist auch ein Vorteil, dass ich eben dann nicht mehr schauen muss, wie kommt die Dämmung an die Wand, weil ich kann es einfach nur reinlernen. Und wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ich kann Sachen am PC konstruieren, ich kann mir auch selber gerne ein Haus konstruieren. Ja. Was für eine Datei muss ich euch quasi schicken und wie ist denn der Prozess, wenn ich sage, hey, ich habe Bock bei euch ein Projekt zu machen? Also man muss halt ein paar Design-Guidelines, sage ich mal, beachten, was man umsetzen kann und was nicht. Und dann arbeitet der Slicer eigentlich mit einem normalen Step-Modell. Das heißt, das lade ich da rein. Wie bei einem normalen Slicer immer. Genau. Auch, ja. Ich habe auch schon gesliced hier mit einem Cura-Slicer, also das funktioniert genauso. Das weiß ich ja dann, wenn ich mal eine coole Idee habe. Ja, gerne mal durchschicken, dann schauen wir uns das an. Schick's mal durch, ja. Als nächstes gehen wir zum 1-Millionen-Euro 3D-Drucker. Wir sind jetzt in Stuttgart bei Trumpf und die machen den absoluten Hightech-3D-Drucker, der auch in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt wird und was das Ding kann, das schauen wir uns jetzt an. Also wir haben uns bei Trumpf eigentlich hauptsächlich auf Metall konzentriert. Wir können eigentlich nahezu jedes schweißbare Metall auch drucken, also von Titan, Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminiumlegierung bis hin zu Gold. Hier wird wirklich gearbeitet, also ist jetzt nicht so ein Showroom. Hier werden wirklich täglich hunderte Bauteile gedruckt. Hier sieht man nochmal die Verbindung. Das ist natürlich schon cool. Das ist ein gutes Gewicht. Ich meine, ich wünschte, ich könnte auch so auf Metall zu Hause drucken bei mir. Ne? Das ist schon echt mega, was du mit dem Metalldruck machen kannst. Okay, cool. Nach dem Druckvorgang kann ich das Teil einfach rausholen mit meinem Drucker zu Hause oder wie sieht das da dann aus?
Wir haben Handschuheingriffe an den meisten Maschinen. Hab dann die Möglichkeit, das Pulver im geschlossenen Raum abzusaugen. Warum muss ich vor dem Pulver denn aufpassen? Ist das giftig oder was ist da das Problem daran? Also im Endeffekt haben wir sehr, sehr feine Pulverpartikel, die eben auch hautgängig sind und auch lungengängig. Also einatmen wäre eben nicht so gut. Die Drucke werden wie beim SLA-Drucker mit Supportstrukturen gedruckt und die bricht man auch einfach mit einer etwas stabileren Zange weg. Machst du wie beim normalen 3D-Druck auch, dass ich es nah dran mache, oder? Genau. Also versuche ein bisschen mehr zu brechen und weniger zu knipsen. Das, ja, okay. So quasi wie beim Supportstrukturen. Und das muss man immer manuell machen, oder? So in der Industrie, die Arbeiter, die das normalerweise machen, haben so 3 bis 5 Minuten, um das Ding komplett fertig zu machen mit Verschleifen. Ja. Was ist denn das Spezielle an den 3D-Druckern von euch? Warum macht es denn Sinn, die zu benutzen, anstatt zum Beispiel so ein Teil zu fräsen auf so einer teuren Maschine, wie bei euch das dann zu drucken? Genau. Ich kann viel, viel komplexere Geometrien eben herstellen, gerade in der Luft- und Raumfahrt, aber auch in der allgemeinen Industrie. Ich kann Kühlkanäle eben einbringen. Kannst du noch was sagen? Ich habe gesehen, dass ihr ein ganzes Raketentriebwerk hier stehen habt. Das ist auch komplett auf euren Druckern gedruckt oder was hat das damit auf sich? Die oberen einzelnen Bauteile, die sind eben auf unseren Maschinen gedruckt und dann im Endeffekt alles zusammen montiert wieder. Ich fand die Drucker wirklich super spannend. Wenn ihr wollt, dass ich weiterhin so große Projekte umsetzen kann, dann checkt unbedingt den Sponsor Gießwein aus und abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.